immer nur 4 Personen pro Reihe laufen und ausreichend Abstände eingehalten werden können. Hallo, lieber Martin. Hallo, meine Liebe. Es ist ein bisschen anstrengend heute. Was ist denn so anstrengend heute? Naja, dieser Druck, nicht aufgelöst werden zu wollen. Aber guck mal, es funktioniert. Ich bin total glücklich. Und warum funktioniert es und wie funktioniert es? Ja, weil alle sehr diszipliniert sind und weil alle wollen, dass wir das heute machen. Ja, nicht aus Devotheit, sondern einfach aus Disziplin, um unsere Stärke zu zeigen, unseren Zusammenhalt. Ja, wir werden täglich mehr und wir schaffen das. Woher nimmst du persönlich die Kraft? Ja, also ich habe noch nie so viele tolle Menschen kennengelernt wie in den letzten 5 Monaten. Und daraus beziehe ich ganz viel Kraft, zu spüren, dass ich nicht alleine bin mit dem unwohlen Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, auch wenn ich es nicht genau definieren kann, was hier los ist. Ich weiß, dass wir im Moment von den Zahlen her vom Robert-Koch-Institut eine Laborpandemie haben. Ich weiß, dass Kinder genötigt werden, Masken zu tragen, obwohl es überhaupt keine Haushalts- oder Gebrauchsmasken gibt, die vor Viren schützen können. Und da frage ich mich, was ist hier los? Wer möchte sowas? Ja? Und was sagst du zu dem heutigen Schweigemarsch gegen Rassismus? Wie bewertest du bisher den Aufzug? Das ist jetzt für mich neu. Ich dachte eigentlich, wir trauern hier um unser Grundgesetz. Deswegen auch die schwarzen Masken. Aber okay, Rassismus ist natürlich ein Riesenthema. Ich möchte auch kein Rassist sein oder ich kenne auch keine Rassisten, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich finde, wir Deutschen sind auch keine Rassisten. Ich weiß nicht, wer uns das immer einzureden versucht. Kein anderes Land hat so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland, oder? Und was schätzt du, wie viele Teilnehmerzahlen sind hier bis jetzt? Bis jetzt ist der Marsch ist ja noch nicht in Gänze an dir vorbeigezogen. Also das ist jetzt ganz, ganz schwer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine 6-stellige Zahl erreicht. Ja? Weil wenn ich sehe, ich bin seit heute Morgen um 9 Uhr hier, wie viele Menschen hier ankamen, wie viele Packungen Masken ich schon verteilt habe. Und an den Masken können wir das später auch ungefähr einordnen. Wie viele Masken habt ihr gekauft und mitgenommen? Wie viele gekauft wurden, weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass ich jetzt bestimmt schon so 500 ungefähr verteilt habe. 500? Ja. Du alleine? Ich alleine. Okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, ne? Das ist eine Hausnummer. Das war so ein ganzer großer Packen voll. Ja. Und wann bist du zum ersten Mal aufgestanden? Relativ früh. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich saß alleine zu Hause und dachte, da stimmt was nicht. Habe die Zahlen vom Robert-Koch-Institut nicht verstanden. Dann sah ich vom Bodo Schiffmann das Video, wo er gesagt hat, bastelt euch eine Alukugel, findet euch. Und dann dachte ich, naja, ich wohne in so einem kleinen Ort, da brauche ich jetzt nicht in die Kirche zu gehen, weil alles andere war ja noch geschlossen. Ich habe mir eine Alukugel gebastelt, bin nach Speyer zum Dom gefahren und im Dom saßen wirklich 4 Menschen mit Alukugel. Und dann haben wir uns jeden Tag vor den Dom gesetzt zum Meditieren, weil wir durften uns ja auch nicht versammeln. Und nach dem dritten Mal und nachdem dann auch diese Versammlungsrechte wiederhergestellt wurden oder waren, kam dann das Ordnungsamt und hat gesagt, Leute, so geht das nicht, ihr müsst es anmelden. Und seither haben wir eine Friedensbewegung in Speyer, mittlerweile auch in Landau, in Neustadt an der Weinstraße und in Bad Dürkheim. Und ihr seid alle heute in Berlin? Nicht alle, aber einige. Einige, ja. Unter anderem du. Unter anderem ich. Ja. Und was sagst du durch das Megafon oder dürfen wir noch mal eine Aufnahme von dir filmen? Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, auf die Abstände zu achten. Auch Personen, die in einem Haushalt leben, müssen heute die Helikopterabstände einhalten. Auf der gesamten Umzugsfläche haben wir zur Auflage gemacht gekriegt, Masken zu tragen. Wer noch schwarze Masken benötigt, ich habe hier noch welche. Und wer keine Maske tragen kann oder darf,
reiht sich bitte nachher am Ende des Aufzuges ein, damit er dort gegebenenfalls von der Polizei kontrolliert werden kann. Dann noch eine Nachfrage. Auch Menschen aus einem Haushalt? Auch Menschen aus einem Haushalt heute. Ist das eine Auflage der Organisatoren? Weiß ich nicht, aber ich habe das so gesagt gekriegt. Ja? Menschen aus einem Haushalt? Ja, es geht auch einfach wahrscheinlich darum, die Fläche auszunutzen und keine Ansammlungen zu verursachen. Oder wer hat dir das gesagt? Das wurde bei den Ordnern vorhin so angegeben. Also bei der Vorbesprechung. Ja, genau. Ja. Ja. Dann vielen Dank für das Interview. Wie ist nochmal dein Name? Irma. Irma. Und Vorname? Irma. Irma. Wieder Irma. Ja? Irma. Ach, Irma. Irma. Ja. Alles Liebe, Irma. Vielen Dank. Ich danke dir, Martin.